Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu den Waldmeistern, meine lieben Freunde. Es geht also weiter. Wir sind jetzt in einer neuen Aufnahmesession. Der Zwiebelpeter ist an meiner Seite. Natürlich auch der Mene. Hallo. 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 Und der Zwiebelpeter kommt hier gerade aus dem Flugzeug raus, weil er einen neuen Account machen musste, weil er seinen PC neu aufgesetzt hat und somit seine Savegames weg waren. Das heißt, er hat nichts im Inventar außer diese Axt. Genau, jo, die du Alter. Auch hast. Und du hast eine ganz schöne, du hast ganz schöne Plauze, ey. Du siehst aus wie ich. Du musst gerade kommen, Mexikaner. Aber schön, aus, schön im Tarnlook, ne, der Zwiebel. Aber du siehst aus wie so ein Gronkh mit irgendwie mit Überbiss. Ja, egal. Ja, ne, nee, ja. Ich bin ja schlanker als der Gronkh, wenn man mal meine und seine Abonnenten vergleicht. Da, da ist er. Immer dieser Schwanzvergleich, den er hier anstrebt, echt. Hey, ich habe meine und Gronkhs verglichen. Ach so, ja trotzdem. So, ihr merkt das, liebe Leute, ich habe jetzt auch mal einen anderen Filter reingemacht, weil das hatte ich beim Zwiebelpeter gesehen und das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Da so Leute, wieder neidisch, war da. Jetzt mal gerade hier zu unserem Lager hier. Seid ihr nicht alle der Meinung? Da ist einer, da sind zwei. Oh Gott, da bin ich mir jetzt eben verjagt. Drei sind's. Seid ihr nicht auch der Meinung, dass wir vielleicht umziehen sollten? Oder hast du mich gerade geschlagen? Fast, ich konnte dann noch ausweichen. Zwiebel, mach's nicht alleine gegen drei, du. Ja, da passiert wieder was Schlimmes. Also, hier ist unser Haus sowieso scheiße, weil das ist, hier ist viel zu wenig Platz. Oder wir müssten es mal komplett neu machen. Naja, aber lass doch hier machen, wo die ganzen Bäume schon gefällt sind, wo wir jetzt gerade stehen. Ja, können wir ja machen, aber auf jeden Fall nicht da. Zwiebel, was machst du denn da? Aua. Pass auf, nicht so nah beieinander stehen, Leute. Penner, ey. Einer ist down. Boah, da habe ich ihn niedergeschmettert. Weiter ist down, sauber. Hulk Smash. Einer steht da noch, ne? Komm her, der ganzen, Feigling. Guck dem ganzen Geschehen zu. Der wollte schon wieder aufstehen, ey. Zack. Weg mit dir, Junge. Der Nacktarsch, ey. Komm her, du. Also hier, wo wir jetzt quasi die gekillt haben, da hier könnte ich mir gut vorstellen, eine größere Basis aufzubauen. Ja, dann mach jetzt mal hier eine neue Basis hin. Genau. Und ich mach mal die Baumstämme weg, damit du das auch machen kannst. Echt. Wo war denn das jetzt? Macht man denn die Dinger hier weg? Custom Foundation. Die kann man gar nicht wegmachen, oder? Doch, die kann man wegmachen. Echt? Ja. Muss von oben draufhauen. Okay. Oh, tatsächlich. Ah, genau, dann mach die mal gerade weg hier, weil die brauchen wir nicht. Was mit denen? Da ist doch schon wieder einer. Da ist ja einer, ja. Oh, hier geht's aber runter, ne? Egal, machen wir jetzt trotzdem. Let's fit. So, gehen wir weg, Gronkh. Oh, Vogel. Guck mal, wie der mich anguckt hier. Da ist einer, mitten unter uns. Ich weiß. Ich sag doch, guck mal, wie der mich anguckt. Drecksack. Wenigstens haben die so eine Winkelfunktion gemacht, die einigermaßen einrasten bei 90 Grad. So, ich weiß jetzt noch nicht, ob die Foundation funktioniert oder gut ist. Wir werden es gleich sehen einfach. Foundation von der Avon-Beraterin. Was? Oh, was mit mir? Scheiße, ich muss die mal abbrechen. Ja, nee, ist klar, Alter. Was ist das für ein Spiel? Was ist das für ein Spiel, ey? Kann mich hier jemand retten irgendwie? Oder was denn? Ist ich bin tot, Mann. Wieso bist du denn tot? Das? Weil ich von diesem scheiß Baumstamm, den ich gerade weggekloppt habe, noch in die Luft geschleudert wurde und dann, gestorben bin beim Aufschlag. Sehr gut. Das Spiel hat einfach verstanden, wie das Spiel funktioniert. Oh, ich habe übrigens jetzt Klamotten an. Wo liegst du? Irgendwo hier hinten, hinterm Flugzeug. Ach, da hinten? Was machst du denn da hinten? Ich bin da hingeflogen. Also geschleudert worden. Du stehst doch schon mal. Ich hab Klamotten an. Tatsächlich, bist du jetzt wieder neu gespawnt, oder was? Und wie, was bin ich jetzt für einer? Für eine wieder so eine ethnische Minderheit, oder? Guck mich mal an. Nee, du bist jetzt genau das gleiche wie der Brilli, nur mit Kapuzenpulli, mit Orangen. Okay, so, ich habe aber Hunger. Ich habe ganz böse Hunger. Ja, so, hier ist jetzt eine neue Foundation, die braucht 93 sehr geil. Blöcke. Sehr, sehr schön sieht die aus. Das gefällt mir. Ich muss mir hier mal was grillen. Dann fällt mir mal ein. Warum wird meine Hand blutig, wenn ich was grille? Das weiß auch niemand. Ist das Feuer an? Das jetzt schon essen? Ist das Feuer an? Dann bringe ich hier mal so Leichen mit. Ja, mach mal. Ich habe das Feuer gerade angemacht. So, also, wir müssen erstmal wieder Holz sammeln. Und die Dinger hier können auch weg.
Die Barrikaden hier, die brauchen wir nicht weiterbauen. Die sind hier. Ja, dann entfernen sie mal. Oh nee, ich bin wieder ins Feuer gerannt. Echt? Es geht schon wieder los, ey. Mann, das gibt's doch gar nicht. Ist eigentlich besser zu jagen, also Fische zu jagen mit der Keule oder mit der Axt? Keine Ahnung. Fische? Ich würde sie mit einer Angel versuchen zu fangen. Ja, habe ich. Oder Dynamit. Oder Schadrom. Schadrom? Boah, man kommt nicht in die Mitte, ey. Man kommt einfach nicht in die Mitte. Komm in welche Mitte denn? Oh, jetzt komm schon. Wir brauchen 142 Loks, habe ich richtig gelesen hier. Ja, das geht überhaupt nicht damit. Also, wäre gut, wenn ich das nicht alleine machen muss. Ach was. Ja, ich komme ja gleich. Ich muss dir mal gerade... Hier, hau mal die Effigy hier weg, der dieses... Wohl. Den Cheat hier da, du. Da braucht keiner, ne? Geh drauf, da! Ist der schon wieder am Schwimmen? So, Bundesjugendspiele im Wald. Das war übrigens auch eine tolle Tonspur beim letzten Mal. Du siehst immer nur die Schläge der Axt so da drin. Und was? Das Rauschen, das, naja, in der Ingame-Tonspur irgendwie und das Rauschen vom Wind. Ach so, was ja. Ich Baum fällt. Hey, dieser Depp hat den Koffer hier drin. Er sieht immer aus wie ein Fisch. Ja, ein Fisch, ein großer Fisch. Ein roter Fisch. So, leibliches Wohl, ein paar Fische graren. Machst du das auch für die Allgemeinheit oder wieder nur für dich? Er ist nicht angegangen. Nee, gut. Baumfeld! Ah, jetzt brennt er. Sehr gut. Ah, fuck, voll auf mich drauf. Hast du den Wagen noch? Sag noch. Vorsicht, Baumfeld. Mene? Ja, der steht dort rum, am Flugzeug. Ich finde es übrigens sehr erfrischend, dass die Äxte hier nicht kaputt gehen. Ja, ne? Aber man kann die verbessern übrigens, ne? Echt? Wie denn? Ja. Man kann alles upgraden. Es steht alles in dem Buch. Ich habe nämlich das Buch auch noch mal ein bisschen aufgehabt und gelesen. Und okay. Da kann man kann halt alles irgendwie noch... What the fuck? Nein, ich bin schon wieder tot von diesem scheiß Baum, ey. Ich bin tatsächlich vom Baum erschlagen worden. Warte, bleib liegen, ich belebe dich. Nee, ist okay, ich hab mich jetzt schon... Willst du den Wagen nicht mal holen, Mene? Ich dachte, du bringst den mit, wenn du schon danach fragst. Ja, sorry, so, ich hab kommt da ohne gelatscht. Jetzt bin ich hier schön... Irgend so ein Texas Redneck hier, pass auf. Du machst so lange, bis du deine lieblingsethnische Minderheit bist. Und nein, dann heulst du rum. Hier, ich glaube, hier gibt's so viele, gibt's doch gar nicht hier, oder? Guck, wie sehe ich aus? Mexikaner. Im Tarnlook, okay. irgendwas ist immer. Baumfell! Aber die falsche Richtung. Leute. Ich hab Hunger. Da müsste noch ein Fisch im Lager liegen. Oder hängen. Gut. Je nachdem. Vorsicht, Baum fällt mir ne. Bist du hängen, du Mongo? Das ist hier so ein Ding. Warte mal, das mach ich mal weg. Das nervt mich jetzt schon. Was bringt's Alkohol zu trinken? Ich habe hier massig Alkohol einfach. Holla, es ist irgendwie ganz schön laut jetzt hier. Warte mal, ich muss hier mal kurz... Also ich denke mal, wir müssen uns mit unserer Unterkunft schon ein bisschen sputen hier, wegen Nacht und so. Mene, komm mal hier hin, wo ich bin, bitte. Ich kann das nicht mehr aufheben, das ist zu viel Alkohol. Warte, ich komme. Nimm du die mal, ehe wir die hier rumliegen lassen. Eine Sekunde. Noch dry. Kann man eigentlich Marker setzen? Wie kann man Marker setzen? So, wo bist du denn? Restaurant da hinten? Wo Energy. Rennst du denn hin? Liegt hier Alkohol für dich? Ja. Kann ich aber nicht aufheben. Da konnte ich auch nicht, weil ich schon zu viel hab. Ich war nah dran, was zu trinken, aber dann wusste ich nicht, was das bringt. Hey! Regnet es bei euch? Also ich meine, visuell oder nur akustisch? Akustisch und visuell. Akustisch. Nur akustisch. Ah gut, jetzt sieht man hier so ein bisschen. Ja, das ist nicht so mega krass. Ein sehr vehementer. Oh, hier ist ein hübsches Effigy. Guckt mal. Sehr hübsch. Da hängt deine Mutter, Brilli. Was willst du? Hier. Ich höre nichts. Ich sehe nichts. Ja, musst du kommen. Ja, ich muss hier den Baum fällen. Wie geht denn das, Mene? Mir gehen die nicht kaputt. Ah, jetzt. Du brauchst einen guten Abstand dazu, sage ich mal so.
Ich muss auch mal was trinken. Oh, oh. Ich hör irgendwo einen. Wo? Da. Oh da. Gott, das sind. Ah! Das Alter. Sind ja viele! Oh, sind das viele. Hier ist ein Obertyp. Ja, Alter, kommt, hört doch mal auf mit der Kacke, Leute. Echt? Oh. Bin so gut wie tot. Ja, ich auch. Ich noch nicht. Ich feile noch. Ey, manchmal machen die aber auch so komische Drehungen. Die sind richtig krass. Komm, Brilli, schaffst du. Boah, jetzt sind's aber viele. Ich muss Medizin nehmen. Ich komme, ja, ich tot. Auch. Ich komme und helfe wieder. Ich habe auch erstmal Medizin genommen. Aber du hast sie gut verjagt. Nein, habe ich nicht. Helf mir mal. Ich stehe doch neben dir, Mann. Die ist doch nichts mehr. Ich brauche Medizin. Ich habe keine eigene. Doch, habe ich. Ich glaube, Medizin, hey, warum ist, denn jetzt wieder her? Medizin ist auf der 3. Ja, wenn man aber keine mehr hat. Ich dachte nämlich, dass ich keine mehr habe. Ja. Hier liegt wieder so eine Waffe, Zwiebel. Ja, ich hol mir. Ey, lass mal die Körper hier wegbringen. Ich will unter unserem Haus nicht solche Körper haben. Alter, diese Typen gehen mir echt ganz schön auf den Wecker. Wieso geht das Feuer nicht an? Hier aus unseren Barrikaden sind ein paar Baumstämme rausgekommen, die man jetzt benutzen kann fürs okay. Haus. Kann man die denn irgendwie effektiver abhalten, diese Typen da? Ich habe nämlich leider keine. Ja, mit entsprechenden Verteidigungsanlagen halt, ne? Naja, Mauern oder Zäunen okay. Und so. Baumfeld. Ich versuche mal gerade hier so eine Dings zu bauen, so eine Lampe. Ja, okay. Wo waren die denn? Hier. Ganz schön duster. Hat jemand noch einen Stick? Im Stickholder müssen Sticks sein, ansonsten stehen hier überall Sträucher rum. Oh, guckt mal nach oben, Mädels, wir haben einen Regenbogen. Beautiful. Bei Nacht war es. Oh, bei Nacht. Sehr strange. Aber natürlich geil. Total. Jetzt soll ich wieder weg. Da. So. Hier haben wir mal ein bisschen Licht. Das ist gut, so weit weg vor allen Dingen. Hä? An der Baustelle, Mann. Ja, Mann. Wir haben schon die Hälfte der Loks zusammen. Ich weiß nicht. Dieser Klapp, sind das alles die gleichen, die droppen? Oder können die auch bessere Klaps droppen? Ich glaube, das sind die gleichen, die droppen. Mit dem Licht, ey. Sollen wir solche Holzbarrikaden drumherum bauen oder sollen ja, wir aber später. Oder eine Mauer ziehen? Vorsicht, Baum! Ja, weiß ich noch nicht. Wir müssen halt gucken. Guck. Erstmal sollten wir das Haus bauen. Ja, aber das machen sie uns ja kaputt. Wir müssen das Haus ja schützen quasi. Ja, ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, um ehrlich zu sein, wie man das Haus. Kann man das wieder reparieren? Kann man das nicht reparieren? Ja. Oh, jetzt bin ich auch so hochgeflogen. Wo bist du? Bist du tot? Du bist aber noch am Leben. Nee, ich hab überlebt. Es hat nur ein bisschen Leben abgezogen. Ja, dann haben das wir ist ja eigentlich für ein Holzstamm hier. Das war mal ein Baum. Kannst du auch kaputt machen. Haben wir einen Steinhalter? Ich glaube. Ja. Tatsächlich. Sehr schön. Weil wir werden mit Sicherheit irgendwann die ganzen Schlamm. Ach, jetzt habe ich mich getarnt mit dem Schlamm. Jetzt kapiere ich das endlich erst. Hier sind ja massig Bones. Übrigens, wir könnten hier übernachten an diesem. Achso, hier ist ja unser Shelter, genau. Dieses hässliche Ding habe ich noch. Gibt's denn wieder ein. Ah, ist tatsächlich wieder ein Hase. Häslein in der Grube. Nee, es ist diesmal kein Hase. Nicht? Es ist ein Lizard. Okay. Oh, auch gut. Hauptsache Essen. Kann man die Treppe hier auseinandernehmen? Ach Mist, jetzt hab ich ihn freigelassen. Aus Versehen. Du bist auch so ein Jäger, ey. Ja, warte, vielleicht rennt er wieder rein, der Depp. Hast du wieder schön in die Ja, bei dem Hasen musste man E drücken, um ihn rauszuholen, sozusagen. Ja.
Yes. Und beim Lizard, den brauchen wir. Oh, da kommt schon wieder was. Leute, wo seid ihr? Ja. Wo denn? Ja, keine Ahnung. Ich hab's nur eben jaulen gehört. Ich hab ein bisschen Angst. Ja, das haben wir. Boah, da fliegt man wieder hoch. Eieieiei. Ja, es. Okay. Was ist denn mit diesem Hochfliegen bei euch? Warum ist das bei mir nicht? Da kommt einer. Pass auf, der leuchtet sogar. Guck mal. Zwiebel, komm weg da. Ich komme. Zwiebel 2. Warum denn? Er hat doch nur eine Kerze am Kopf. Ja, es kommt noch ein zweiter hinterher. Eine zweite. Komm drauf. Oh, die hat. Oh, da müssen wir zensieren. Die hat blanke Hupen. Die ist gegen meinen Club gelaufen. Ach komm ey, warum machst du immer diesen Move, ey? Meiner ist echt ein bisschen blöde. So, die ist hin. Ab aufs Feuer mit ihr. Meiner hat vielleicht einen vorher noch einen kleinen Abstecher woanders hin. Zack, weg mit ihr. Trag dir die Leiche bitte auch aufs Feuer. Ja. Ja, wir brauchen bestimmt die Knochen dann auch irgendwann. Ja, wir haben schon richtig viele, ey. Also zum Glück war Nacht, aber ich glaube, sonst gibt es Stress mit YouTube, oder? Wie sehe ich das? Quatsch. Wie wollen die das denn, ja, wie wollen die das denn rausfinden? Ja. Ja, wenn es gemeldet wird halt, ne? Ja. Genau. Lächerlich. Verstehst du dich? Was macht man denn mit Zähnen? Kann man da eine... Ja. Das steht eine Waffe eigentlich verbessern? Dabei. Die Frage ist, ob dieser Boden hier mal irgendwie kaputt geht. Das ist noch eine Nacksche. Wo? Ah, schreit die mich an. Mit Glatze. Nacksche mit Glatze. Rennst ja, nu. Weg. Rennst du halt weg. Ja, den Boden kann man nur kaputt machen, wenn man nicht selber draufsteht. Da ist sie. Ja, da ist sie. Tschüss. Schaffst du das alleine, ja? Ja. Kümmere ich mich hier hinten um den Weiterbau unseres Podests. Die wollt mich doch... Alter, die haut mich zurück. Ist die Blade? Oh, ich muss was essen. Haben wir noch irgendwo was zu essen? Grad nicht. Schlecht. So, nehmen wir die mal mit. Und nein, Brilli, wir stecken sie diesmal wieder nicht in unseren Keller. Falls ihr die unzensierte Tonspur hören wollt. hatten wir hier nicht ein Feuer? Hier. Hä? Oh, hier liegen ganz viele Bones. Wo denn? Ach, da. Kannst du es mal anreißen, den Hobel? Ja, sicherlich. Vorsicht, zünd dich nicht wieder an. Danke. Oh, hier orgelt schon wieder irgendjemand. So, ja, ich weiß nicht, wie man das Fundament hier wegkriegt, tatsächlich. Draufhämmern. Ja, habe ich schon, 100 Milliarden Mal. Ich glaube, man muss die Seitendinger kaputt kriegen. Wer schreit denn da? Eine, die ins Feuer gerannt ist und brennt. Brilli, das ist deine Schwester. Hast du mich nachgemacht, hä? Das macht keiner, ohne zu sterben. Ich hab Hunger. Warum reißen wir nicht dieses Fundament hier ab? Also ich meine... Weil wir ein neues bauen. Ja, aber du musst übrigens wirklich, darfst wirklich nicht draufstehen. WTF. Ja, ich kann jetzt gerade nicht fischen gehen, weil es echt dunkel ist. Ich sehe die überhaupt nicht. Wir müssen mal neuer Tag und so. Ich glaube, man muss die Balken an den Seiten kaputt machen, nicht die Hölzer, die Haupthölzer quasi. Ich hau jetzt hier einfach mal drauf von oben und stehe nicht drauf und da glaube ich... Ja, jetzt ist wieder... Jetzt! Ah. Yeah. Ah, tatsächlich, man muss die Eckpfeiler zerstören. Die Eckpfeiler der Geschichte, was für ein Getöse. So, wir sind auch noch Fundamento. Fundamental. Wo fällen wir denn am besten Bäume jetzt? Hier, Unge. Hier, Unge. Brauchen auf jeden Fall irgendwie einen Weg hier oben drauf, irgendwie eine Treppe oder was. Hm? Ja, kommt gleich. Hier sieht's aus, du. Wir sind übrigens gleich bei 20 Minuten und haben
Nicht so Podest viel noch nicht fertig, nee. Ja. Podest wäre schon geil, wenn wir das noch fertig kriegen. Ja, jetzt schafft mal was ran hier. Warum eigentlich so hoch? Das ja, macht sich gerade. Ja. Ach so, okay, verstehe. Aus statischen Gründen. Sollen wir jetzt hier erstmal abbrechen oder weitermachen noch? Wir könnten ja warten, bis Tag wird oder hier an unser Shelter gehen. Mach mal gerade Wasser. Ich muss was trinken. Und meine geilen Dosen will ich jetzt nicht benutzen. Deine Dosen im Keller oder was? Hinter dir kommt so ein Vieh gelaufen. Ne, wo? Es ist jetzt nach rechts, von dir aus nach rechts gegangen. Das ist links, aber egal. Ja, flankieren und so. Wischli. Zeigt euch. Ihr Bunge. Lutrutrutrut. Na gut, doch nicht. Doch nicht? Doch nicht. Gehen wir erstmal was trinken. Gut. Die kriegt man hier nicht weg, wa, die Dinger. Die Steine. Jetzt, ach so, oder das. Ach das. Achtung, weg, Zwiebel, Baumfeld, falsche Richtung. Alter, oh, das knapp. Da rennt er genau in die Richtung. Macht das jetzt überhaupt Damage oder nicht? Ja, ich habe vorhin richtig viel abbekommen. Ich bin ja auch gestorben durch einen Baum, der gekippt ist. Und ich stand dahinter. Also bin hochgelaufen, weil ich dachte, oh, ich muss was essen. Ich dachte, ich kann die Fallrichtung dadurch beeinflussen, aber... Ja, du beeinflusst die Fallrichtung, indem du quasi von wo du halt den Baum ausfällst. Ah, okay. Wie kann ich einen Hasen töten? Immer ruf. Einmal ja, nee, draufhauen. Hier in dem Gehege. Ach so, das weiß ich nicht, wie es im Gehege geht. Müsst du mal gucken. Ich habe jetzt einen in der Hand, aber ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Ins Feuer kann ich nicht tun. Nee, wenn er noch lebt, kannst du nicht ins Feuer tun. Also man kann seinen Tree-Sap hier auch jetzt benutzen, droppe, dann um Waffen zu bauen. Dann läuft er einfach weg, oder? Wenn du ihn runter tust, läuft er einfach weg, ja. Oh, hier ist noch ein Hase. Achso, das war ja unser Rammelgehege eigentlich, ne? Ja, da hatte ich zwei Hasen. Nein, der ist da reingerannt und brennt! Mein Gott. Mittlerweile kennst du ja den Weg, ne? Nee, der Hase, nicht der Brilli. Ausnahmsweise. Was ist das denn? Keine Ahnung, was das war. Mega krass. Oh, ich habe, glaube ich, gerade ein bisschen Dünnpfiff. Rein noch! Ich sehe erstmal ja nicht. Man kann noch nicht oben drauf. Hat noch irgendjemand was zu essen, Leute? Ich bin hier nämlich gleich am krepieren. Nee. Aber es gibt noch einen Hasen im Hasenstall. Ja, nimm dir den. Den musst du durchs Feuer laufen lassen. Ja, hau ich oder da jetzt hau drauf oder tot. Was mache ich ja, da? Hau ihn einfach tot. Nimm den raus. Oder hau ihn tot. Aber dann weiß ich nicht, ob du den Käfig kaputt haust. Ja, aus den paar Sticks bauen wir halt einen neuen Käfig. Scheißegal. So, ich habe jetzt den Hasen. Warte. Ich kann den nur droppen. Kann ich den jetzt ins Feuer droppen? So, Fundament ist fertig. Jetzt ist die dumme Sau weggelaufen. Ja, hast du dich aber mächtig verguckt. Irgendwo brauchen wir noch 20 Loks. Hä? Nein, das Fundament ist fertig. Ach, das Fundament, okay. Oh, es ist ein bisschen kaputt gegangen jetzt, weil ein Baum draufgefallen ist. Du bist doch ein Affe! Leute, hat keiner mehr von euch was zu essen? Ich sterbe gleich. Scheiße. Das Fundament voll im Arsch, ey. Ich glaube, es gibt einen Reparaturhammer. Alter, der hat das ganze Fundament verzogen. Ja, du hast es genau da fertig. Was ist denn? Hat denn keiner von euch irgendwas zu fressen? Nein, nein. Was ist denn mit dem Hasen passiert? Der ist weggelaufen. Hat keiner irgendwelche Snacks oder sowas? Nichts mehr. Warum hast du nicht einfach tot gemacht? Nee, ich hab wirklich nichts mehr. Weil beim letzten Mal die Falle auch kaputt gegangen ist. Ja, aber ich hab gesagt, hau ne um. Wir bauen einfach eine neue. Guck mal in die Hasenfalle. Es gibt noch eine Hasenfalle. Vielleicht ist da was drin. Wird jetzt hell. Also okay. Lass mal eine neue Folge machen, dann können wir gleich in der nächsten Folge wieder was essen. Ja, in der Falle ist was drin, komm her. Also, das machen wir in der nächsten Folge.
Bis dahin. Tschüss, bis dahin. Leute. Ja, ciao. Ciao.